Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Aber es gibt neben dem Überfall auf die Ukraine und den Opfern, die wir dort beklagen müssen, auch ein weiteres Opfer. Und das ist Russland, das sich um seine eigenen Perspektiven gebracht hat. Und darunter werden eben nicht nur der Staat, sondern auch alle leiden. Es ist eine ganz, ganz schlimme, falsche und gefährliche Entscheidung, die der russische Präsident getroffen hat. Europa ist in dieser Frage einig. Und das ist, glaube ich, etwas, was man von diesem Gipfel auch noch einmal neu festhalten kann. Die Europäische Union hat in großer Einheit auf den russischen Einmarsch in der Ukraine reagiert und sie wird auch weiter einheitlich, gemeinsam und geschlossen handeln. Und es ist eine bewusste, begründete und nachvollziehbare Entscheidung, dass wir jedenfalls von unserer Seite aus die Importe, die wir heute in dem Bereich der Energie haben in Europa, nicht einstellen werden. Was wir aber machen werden, ist, uns so schnell wie möglich aus dieser Abhängigkeit herauszubewegen.